بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir besprechen nun weiter, inshallah, den Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Und es ist wichtig zu wiederholen, dass wir das nicht lernen, um zu philosophieren, sondern damit wir gemäß dieser Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala unser Leben verrichten. Denn je mehr man an die Namen Allahs azza wa jal glaubt, je mehr man die Namen Allahs azza wa jal versteht, umso mehr wird der Mensch auch Allah subhanahu wa ta'ala lieben und fürchten. Umso mehr wird man sich anstrengen, die Zufriedenheit Allahs tabaraka wa ta'ala zu erlangen. Aber dafür bedarf es einem richtigen Verständnis der Namen Allahs tabaraka wa ta'ala. Und leider gibt es sehr viele Richtungen, die Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jal nicht so verstehen, wie es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschehen ist und zur Zeit der Gefährten. Wir hatten über die Grundlagen des Verständnisses der Namen Allahs azza wa jal gesprochen. Die erste Grundlage war das Fernhalten Allahs von jeglichen Eigenschaften, die den Geschöpfen zukommen. Und das bedeutet, wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergleichen mit den Menschen. Nicht vergleichen mit der Schöpfung. Wir dürfen ihn nicht gleichsetzen mit der Schöpfung. Und das darf aber nicht dazu führen, wie ich letztes Mal schon erläutert habe, dass wir, wie die Mu'tazila es getan haben, aus Furcht vor der Gleichsetzung Allahs mit der Schöpfung, dann dazu kommen, dass wir die Eigenschaften Allahs komplett leugnen und ablehnen. Denn sie haben das getan, weil sie gesagt haben, wenn wir sagen, Allah hört und sieht und spricht, dann haben wir Allah beschrieben mit Eigenschaften, womit wir auch Menschen beschreiben, denn der Mensch sieht und hört und spricht. Und dann haben sie gesagt, und damit wir nicht in diese Falle fallen, dass wir Allah eben vergleichen mit der Schöpfung, müssen wir einen Ausweg finden. Und der Ausweg, den sie dann gefunden haben, ist natürlich ein falscher Ausweg. Sie haben gesagt, also sagen wir, Allah hat diese Eigenschaften nicht. Ja, und das ist natürlich fatal. Die Asha'ira kamen dann und haben gesagt, ja gut, so weit wollen wir nicht gehen, dass wir komplett alle Eigenschaften Allahs leugnen, außer natürlich seine Existenz. Das haben die Mu'tazila auch bestätigt, sonst wären sie ja keine Muslime, wenn sie sagen, oh Gott existiert nicht. Aber außer der Existenz haben sie alle Eigenschaften geleugnet und die Asha'ira kamen danach und haben gesagt, nein, so weit wollen wir nicht gehen. Es gibt Eigenschaften, die bestätigen wir. Und da sind sie sich wieder nicht einig, ob es 7 oder 12 oder mehr oder weniger Eigenschaften sind. Aber alle anderen müssen wir uminterpretieren. Das sind alles Metaphern, die nicht die offensichtliche Bedeutung ist damit gewollt, sondern eine andere Bedeutung, eine Bedeutung im übertragenen Sinne. Beide Wege sind falsch. Beide Wege sind falsch, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der am besten Bescheid weiß über sich selbst. Und wenn er sich beschreibt, dann darf der Mensch sich nicht zumuten oder anmaßen, dass er Allah subhanahu wa ta'ala so beschreibt, wie es gerade seinen Gelüsten entspricht, sondern wir müssen die Eigenschaften Allahs azza wa jal so annehmen und so verstehen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten auch verstanden haben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt oder die zweite Grundlage war,
Der Glaube an das, womit Allah sich selbst und sein Gesandter ihn benannten und beschrieben. Das bedeutet, die Quelle der Namen und Eigenschaften Allahs sind ausschließlich Koran und die Sunna. Es gibt keine andere Quelle. Du kannst keinen Analogieschluss machen. Im Fiqh gibt es ja Al-Qiyas, also der Analogieschluss. Ich weiß nicht, im Koran steht nichts über Rauchen zum Beispiel, Zigaretten rauchen. Und ich möchte gern wissen, ist das erlaubt oder verboten? Dann suche ich nach der gleichen sogenannten Illa, also nach dem gleichen Grund, der in einem anderen Verbot stecken würde oder in einem anderen Gebot. Und Rauchen schädigt, ja, das weiß ja wohl jetzt jeder auf dieser Welt. Und Rauchen ist ja die verlangsamte Art des Selbstmordes. Ja? Also derjenige, der sich nicht sofort das Leben nehmen möchte, sondern sachte Schritt für Schritt, der geht dann halt rauchen. Am Ende ist es Selbstmord. Ja? Und man schädigt sich. Und deswegen schauen wir uns um in Koran und Sunna. Gibt es irgendetwas in Koran und Sunna, das uns erklärt, was das Urteil über die Mittel ist oder die Sachen ist, die schädlich sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat euch das Schädliche verboten. Also wenn ich hier diese Illa, also den Grund habe, und zwar etwas ist schädlich, das ist ein Grund. Wenn ich es in einer anderen Sache auch finde, beim Rauchen, es ist schädlich, dann kann ich was übertragen? Ich kann das Urteil übertragen. Wenn das Schädliche hier Haram ist und das andere ist auch schädlich, dann ist was? Dann ist eben auch Haram. Das ist genauso, wenn A gleich B ist und B gleich C ist, dann ist A gleich C. Ja, so einfach ist das. Das ist der Analogieschluss. Und das geht aber nicht in der Aqidah. Ich kann nicht sagen, wenn Jibril 600 Flügel hat, dann analog dazu, Mikael hat auch 600 Flügel. Das geht nicht. Ja? Gut, das ist aber ein Engel. Ja gut, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran beschrieben, dass die Engel verschiedene Anzahlen an Flügeln besitzen. Und das Gleiche gilt auch für die Namen Allahs tabaraka wa ta'ala. Ich kann keinen Analogieschluss machen, da es diesen Namen gibt, kann ich auch einen anderen Namen benutzen, den Allah azza wa jal nicht als Namen benutzt hat. Oder da es diese Eigenschaft gibt, kann ich analog dazu eine andere Eigenschaft erfinden, die Allah subhanahu wa ta'ala weder im Koran noch in der Sunna beschrieben hat. Also der zweite Punkt hier ist, wir dürfen die Namen und Eigenschaften Allahs ausschließlich aus Koran und der authentischen Sunna nehmen. Und ich habe schon das letzte Mal erwähnt, dass bei der authentischen Sunna zu beachten ist, dass sowohl die Mutawatir Ahadith als auch die Ahad Ahadith als Quelle für die Aqidah zu nehmen sind. Was war der Unterschied zwischen Mutawatir und Ahad? Einfach und mehrfach überliefert. Das heißt, wurde dieser Hadith von mehreren in einer Generation überliefert, in einer Überlieferung, Überlieferer-Generation, Tradenten-Generation überliefert oder nur von einem. Das ist der Unterschied. Egal, ob er mehrfach oder einfach überliefert wurde, Hauptsache die Bedingungen und Voraussetzungen der Authentizität sind vorhanden, dass er sahih oder hasan ist. Das reicht vollkommen aus, dass wir ihn annehmen. Und ich habe das schon mal erläutert anhand von Belegen. Gut, kommen wir nun zur nächsten Grundlage. Und zwar die dritte Grundlage. Den Wunsch zu brechen, die Beschaffenheit der Eigenschaften Allahs zu erfassen. Hinweis darauf sind die Worte des Erhabenen in Surah Taha. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Er weiß, was von ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen ihn nicht mit ihrem Wissen. Das heißt, wir haben keine Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen dürfen wir eben nicht nach dem Wie fragen. Ja, das ist die Folge daraus. Kennen wir die Einzelheiten der Eigenschaften Allahs? Nein, weil du hast nur eine Möglichkeit, nur eine
Erkenntnisquelle. Wir können es mit den Sinnen nicht erfassen, die Namen und Eigenschaften Allahs. Du kannst Allah weder hören, noch sehen, noch irgendwie anders erfassen, außer, ich meine, es geht jetzt um jetzt auf der Erde. Es geht jetzt nicht um Yawmul Qiyamah. Jetzt auf der Erde können wir Allah Azza wa Jal nicht mit unseren Sinnen erfassen, außer durch das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns von ihm oder über ihn berichtet hat. Und deswegen, wenn dem so ist, dann können wir nicht Allah Azza wa Jal beschreiben ohne Wissen. Wir können nicht Allah subhanahu wa ta'ala irgendwie irgendwelche Attribute zuschreiben, ohne dass wir einen Wissen haben. Das ist natürlich die Folge von dem vorherigen Punkt, dass die einzige Quelle Al-Quran was Sunna ist. Gelehrte sagen diesbezüglich, dem menschlichen Wissen ist das geistige Erfassen des Herrn der Himmel und der Erde nicht möglich. Das geistige Erfassen also fern von der Offenbarung. Also wenn jetzt jemand sagen würde, ich philosophiere jetzt herum und versuche Allah Azza wa Jal, also die Eigenschaften Allahs, ganz logisch, rational, ohne jegliche Offenbarung zu erfassen. Ist das möglich? Die Antwort lautet nein. Er kann natürlich dazu kommen, dass er weiß, Allah existiert. Das ist klar, dass Allah der Allwissende ist. Das ist wohl klar, denn ansonsten würde er uns nicht erschaffen können. Aber kann er ins Detail uns beschreiben, wer Allah ist, was Allah macht, welche Eigenschaften Allah besitzt? Nein. Dazu braucht er eben die Offenbarung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Die Blicke erfassen ihn nicht, er aber erfasst die Blicke. Noch einmal, das gilt für das Diesseits. Wir reden hier nicht über das Jenseits, denn über das Jenseits hat Allah Azza wa Jal beschrieben, dass einige Menschen Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyamah sehen. Und natürlich nur diejenigen, die gläubig sind. Wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira. Also es sind erleuchtete Gesichter yawmul qiyamah. Und das sind natürlich die Gläubigen, die zu ihrem Herrn blicken. Ja, also, dass sie ihren Herrn sehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte dieses Bittgebet. Und zwar, O Allah, lass uns den Geschmack oder den Genuss deines Anblickes, deines Angesichts genießen. Ja. Das heißt, Yawmul Qiyamah findet das statt, im Gegensatz zu den Mu'tazilah natürlich. Ja. Also, da muss man immer diese erwähnen, die das alles nicht bestätigt haben. Das gibt es gar nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Gesicht und man wird auch kein Gesicht sehen. Die Mu'tazila gingen ja so weit, dass sie gesagt haben, das mit dem Leben im Grab, das ist auch sowieso alles metaphorisch und die Strafe und die Belohnung, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur damit der Mensch sich spurtet im Gottesdienst, ja, damit er animiert wird, ja, dass er Gutes tut. Aber weißt du was, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist natürlich falsch, denn Allah subhanahu wa ta'ala lügt uns ja nicht an. Und Allah subhanahu wa ta'ala redet nicht Unsinn. Denn welchen Sinn macht es, wenn er etwas erwähnt, was gar nicht existiert? Ja? Also, das mit dem Anblicken und Ansehen gilt für das Diesseits. Im Diesseits ist es keinem Menschen möglich, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Und da gibt es zwischen den Gefährten, As-Sahaba, eine unterschiedliche Ansicht, ob denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jal in der Himmelsreise gesehen hat oder nicht. Da können wir auch nur sagen, es gibt eine unterschiedliche Ansicht bei den Gefährten, Punkt aus Ende und Schluss. Brauchen wir auch nicht länger darüber zu diskutieren. Aber der Rest der Menschen, auf jeden Fall können diese ihn nicht sehen. Die Gelehrten sagen diesbezüglich, dies weist auf die Vollkommenheit seiner Majestät hin, darauf, dass er größer als alles andere ist und dass ihn niemand vollkommen erfassen kann. Subhanahu wa ta'ala. Der Glaube an Allah umfasst den Glauben an seine Namen und seine Eigenschaften. Wenn Allah aber mit Namen benannt und mit Eigenschaften beschrieben wird, so gibt es keine Wesenheit ohne Namen oder Merkmal. Das ist ein wichtiger Punkt hier, den ich das letzte Mal erwähnt habe. Gibt es eine Schöpfung, die keine Eigenschaft besitzt? Gibt es nicht. Du hast Eigenschaften, du siehst, du hörst, du sprichst, du springst, du läufst, du schläfst
und so weiter. Der Stuhl steht, der Stuhl kann kaputt gehen. Das sind alles Eigenschaften. Ja. Das heißt hier, wenn Allah aber mit Namen benannt und mit Eigenschaften beschrieben wird, so gibt es keine Wesenheit ohne Namen oder Merkmale. Seine Eigenschaften gehören zu jenen Aspekten, die verborgen sind. Unsere Pflicht gegenüber dem Verborgenen aber ist es, daran zu glauben, soweit Koran und Sunna darüber berichten. Ja, das nochmal diese Bestätigung. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sagte, Allah wird allein so beschrieben, wie er sich selbst beschreibt oder so, wie sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, ihn beschreibt. Koran und Sunna werden diesbezüglich nicht übergangen. Und Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, sagte, ich glaube an die Worte Allahs, so wie Allah es will, und ich glaube an die Worte seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, so wie sein Gesandter es will. Der Koran weist auf diese Punkte hin. Er sagt, Allah azza wa jal, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Das heißt, sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist, und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht, und dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat. Und jetzt kommt der springende Punkt für unsere Angelegenheit. Und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Das heißt, wir dürfen nicht über Allah reden ohne Wissen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Allah hat keine Eigenschaften, so woher hast du das? Wenn du jetzt sagst, die Hand Allahs bedeutet die Macht Allahs, woher hast du dieses Wissen? Hat das Allah gesagt? Die Hand bedeutet die Macht? Hat er nie gesagt. Hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemals gesagt? Die Hand bedeutet die Macht? Hat er nie gesagt. Hat das irgendein Gefährter gesagt? Wenn wir sagen, liebe Geschwister, irgendein Gefährter, dann reicht es aus, natürlich, als Gegenbeweis, was? Dass du einen holst, oder nicht? Ja, dann bitteschön. Wir haben ja nicht gesagt, erst wenn ihr Hunderte holt, die das gesagt haben, werden wir unsere Ansicht ändern. Nee. Einer. Ein einziger Gefährter. Guck mal, wie viele tausende Gefährte es gibt. Findet man nicht einen einzigen, der gesagt hat, Jungs, die Hand bedeutet die Macht. Allah ist überall. Allah ist weder in der Welt noch außerhalb der Welt. Allah ist ohne Ort und ohne Zeit. Und all diese Sprüche, die gesagt werden von den anderen Gruppierungen, die eben nicht von Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind, auch wenn sie es behaupten. Jeder kann ja behaupten, sie sind Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ich kann auch behaupten, hallo, ich bin der Professor, ich bin Neurochirurg für irgendetwas. Und wie geht es Ihnen, alles klar? Und das behaupten kann ich viel, wenn der Tag lang ist. Aber ob das die Tatsache ist, das ist wieder was anderes. Das heißt, bitteschön einen einzigen Gefährten, der gesagt hat, aufpassen. Darfst nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Einen einzigen Gefährten, der gesagt hat, hör mal zu, es gibt zwar den Hadith, aber Allah steigt nicht hinab im letzten Drittel der Nacht. Einen, subhanallah al-azim. Die Tatsache, dass es eben keinen einzigen Gefährten gibt, der so etwas gesagt hat, belegt was? Belegt, dass das eben nicht die richtige Ansicht ist, diese Ablehnung der Eigenschaften Allahs, diese Uminterpretierung der Eigenschaften Allahs, diese Umdeutung der Eigenschaften Allahs. Ja? Und deswegen, der Mensch, wenn er seinen normalen Verstand benutzt und einschaltet, dann wird er sicher sein, dass dieser Weg, der Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten und der großen Imame, das heißt wie Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal und die ihnen folgen, das ist die Religion oder die Aqida oder die Glaubenslehre, die richtig ist. Aber die Tatsache, dass es noch andere ehrenvolle Imame gab, die danach kamen und die danach etwas anderes vertreten haben, heißt ja noch lange nicht, dass das ausreicht, dass ich die ganzen Gefährten ignoriere. Das darf nicht sein. Sondern wir sagen, möge Allah mit ihnen gnädig sein, aber ich bevorzuge und ich muss mich natürlich an die Aqida des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Gefährten halten. Also ich darf nichts über Allah sagen ohne Wissen. Und er sagt auch, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا.
und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss Gehör, Augenlicht und Herz, all diese danach wird gefragt werden. Das bedeutet, rede nicht ohne Wissen. Und natürlich an allererster Stelle, rede nicht über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen. Wer also, oder wer Allah so beschreibt, wie er sich selbst nicht beschrieb, egal ob du etwas bestätigst, was Allah nicht bestätigt hat, oder ob du etwas Allah abschreibst, was er nicht geleugnet hat, also diese beiden Möglichkeiten, der Fehler gibt es. Entweder ich beschreibe Allah mit einer Eigenschaft, mit der er sich nicht beschrieben hat, oder ich lehne eine Eigenschaft ab, die aber Allah eben bestätigt hat. Beide Angelegenheiten sind nicht erlaubt. Denn beides bedarf Wissen, ob ich etwas bestätige oder ob ich etwas ablehne. Ich kann nur bestätigen und sagen, Allah hat folgende Eigenschaft, nur mit Wissen. Und ich darf auch nur dann sagen, Allah hat keine Eigenschaft oder nicht diese Eigenschaft, nur mit Wissen. Wer Allah so beschreibt, wie er sich selbst nicht beschrieb und wie auch sein Prophet والسلام, ihn nicht beschrieb, so ist das etwas, worüber wir keinerlei Wissen besitzen. Und demnach verboten. Zweitens, die Eigenschaften Allahs gehören zum Verborgenen. Das Verborgene, Al-Ghaib auf Arabisch, ist natürlich die Welt, die mit den Sinnen nicht erfassbar ist. Mit den menschlichen Sinnen nicht erfassbar ist. Ja. Das Verborgene aber kann kein Verstand erfassen. Darum gilt es, sich auf das zu beschränken, womit Allah sich selbst beschrieb oder womit sein Gesandter Allahs Segen und Friede auf ihm ihn beschrieb. Unsere Pflicht ist der Glaube an seine Eigenschaften und die Überzeugung, das Vertrauen in sie und darauf, dass sie die Wahrheit sind. So glauben wir daran in der Art, die Allah will und die sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam will, ohne mit Geschaffenem gleichzusetzen, Tamthil, ohne die Bedeutung zu leugnen, Ta'til, und ohne jede Entstellung, Tahrif. Das hatten wir ja durchgenommen, oder nicht? Die vier Fehlerquellen oder Möglichkeiten der Fehler bei den Namen und Eigenschaften Allahs. Und das waren eben diese drei plus was? Nein. Also hier sind Tamthil, Ta'til, Tahrif, Takyif. Takyif, also eine Art und Weise zuschreiben. Mit Geschaffenem, oder danach kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar At-Tamthil. Was bedeutet At-Tamthil? Allah nicht mit Geschaffenem gleichzusetzen. Tamthil bedeutet ein Beispiel geben, ein Gleichnis setzen. Mit Geschaffenem gleichzusetzen bedeutet, dass der Mensch mit seiner Zunge spricht und im Herzen daran glaubt, dass die Eigenschaften Allahs jene der Geschöpfe entsprechen. Das heißt, du sagst, die Eigenschaft ist so wie die Eigenschaft des Menschen. Konkret ein Geschöpf erwähnen. Das ist Tamthil. Allah Azza wa Jal sagt, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Das heißt, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Allah Azza wa Jal erwähnt also in dieser Ayah, dass wir die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal auf keinen Fall gleichsetzen dürfen mit den Namen oder Eigenschaften der Geschöpfe Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Das heißt, du darfst nicht sagen, die Hand Allahs ist so wie die Hand des Menschen. Die Finger Allahs sind so wie die Finger des Menschen. Das ist alles nicht richtig. Oder das Gesicht Allahs ist so wie das Gesicht des Menschen. Oder die Liebe Allahs ist so wie die Liebe des Menschen. Die Freude Allahs ist so wie die Freude des Menschen. Die Barmherzigkeit Allahs ist so wie die Barmherzigkeit des Menschen. Keinen Namen und keine Eigenschaft darfst du gleichsetzen und vergleichen mit den Namen und Eigenschaften der Menschen oder der Schöpfung allgemein. Allah Azza wa Jalla sagt auch, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ Inna Allah ya'lamu antum la ta'lamun. So prägt Allah keine Gleichnis. Also macht ihm keine Gleichnisse, stellt ihm nichts gleich.
Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Der Glaube an die Eigenschaften Allahs bedeutet auch die Vermeidung von Analogien zwischen Geschöpf und Schöpfer. Das sagte ich vorhin, dass Al-Qiyas in der Aqidah ungültig ist. Du kannst keinen Analogieschluss in der Aqidah machen, wie ich vorhin erwähnte. Jibril hat 600 Flügel, also hat Malakul Maut auch 600 Flügel. Das geht nicht in der Aqidah. Du kannst über Malakul Maut nur das sagen, was Allah Azza wa Jal im Koran oder in der Sunna über ihn geredet hat. Hat er nicht über die Anzahl der Flügel geredet von Malakul Maut, kannst du nichts sagen. Ja? Also, denn eine solche Art von Gleichsetzung stellt eine Leugnung der göttlichen Botschaft und eine Auflehnung gegen seinen Befehl. Die Gleichsetzung steht tatsächlich auch im Widerspruch zur Analogie und außerhalb der Vernunft. Sie stellt eine Leugnung der Botschaft seiner Worte, nichts ist ihm gleich, dar. Auch ist sie eine Auflehnung gegen den Befehl seiner Worte, so prägt Allah keine Gleichnis. Dies sind drei Hinweise, wie die Gleichsetzung als nicht, die Gleichsetzung als nichtig erweisen. Also, At-Tamthil bedeutet noch einmal, konkret ein Beispiel zu erwähnen für Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Geschöpf zum Beispiel. Ja. Und das ist auf jeden Fall verboten. Und das ist Kufr. Also Allah Azza wa Jal gleichzusetzen mit einem Geschöpf, zu sagen, Allah spricht so wie der Mensch spricht. Allah steigt hinab, so wie der Mensch hinabsteigt. Das ist Kufr. Und hier wird immer wieder eine Lüge über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah erwähnt, dass er behauptet, also man behauptet, er wäre auf dem Mimbar gewesen, ja, ibn Taymiyyah, und hat gesagt, schaut her, und ist jetzt runtergestiegen, die Stufen von diesem Mimbar. Ja, so steigt Allah hinunter. A'udhu billah. Also das ist ja Quatsch. Ja. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat das nie gesagt, nie getan. Das sind Lügen über ihn. Und natürlich diejenigen, die kein Wissen haben und auch nicht lernen, wenn sie dann von irgendeinem von diesen Ort- und Zeitmenschen hört, oh, hast du gesehen, was der gesagt hat? Guck mal, der sagt, schau mir zu, ich steige jetzt hinunter und so steigt Allah. Hudu billah, kuff, das gibt's doch nicht. Ja, aber warte mal, stimmt das überhaupt, was der hier behauptet über diese Person X oder diese Person Y? Schalt doch mal deinen Verstand ein. Wie wär's denn damit? Setz mal ein bisschen Wissenschaft ein. Ja? Ist diese Geschichte authentisch oder ist sie nicht authentisch? Hat er das gesagt oder hat er es nicht gesagt? Und hätte er es gesagt, hat er es danach widerlegt oder nicht widerlegt? Hat er gesagt, Jungs, ich habe einen Fehler gemacht, möge Allah mir vergeben, ich glaube nicht mehr daran. Und er hat es nicht, also er hat es gar nicht erst gesagt. Aber gehen wir mal davon aus, er hat es gesagt. Gehen wir mal davon aus, er hat es gesagt. Hat er es danach immer noch weiter verbreitet und den Menschen so auferlegt und so beschrieben? Nein. Und deswegen muss man etwas wissenschaftliche Fähigkeiten haben, damit man diese Sachen auch erkennt, dass sie eben nicht so richtig sind. Das nächste ist Takif, das Wie zu hinterfragen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Temthil und Takif? Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Na. Ja? Gut. Und das heißt, was ist jetzt der Unterschied? Das erste ist zuschreiben, das zweite ist nach dem Wie fragen. Bitte was? Ja gut, beides ist ja verboten. Das sind alles Fehler in der Aqidah. Ja. Beides ist verboten. Ja? Ja. Gut, wir haben ja gesagt, Temthil bedeutet, du gibst ein präzises Beispiel von den Geschöpfen.
das jetzt ein Mensch ist, ein Engel ist, ein Djinn ist, das du als Beispiel benutzt. Takif ist abstrakter. Takif bedeutet, du sagst nicht, wie der Mensch XY oder wie der Djinn oder wie der Engel, sondern du sagst zum Beispiel so lang, so breit, Umfang, Masse. Du gibst abstrakte Angelegenheiten. Und deswegen, jeder Tamthil ist implizit ein Takif. Aber nicht jeder Takif ist unbedingt ein Tamthil. Das heißt, wenn ich sagen würde, das Glas, ich habe ein Glas daheim, das sieht aus wie dieser Becher hier. Was war das jetzt? Das war jetzt Tamthil. Warum? Ich habe konkret ein Beispiel genannt, und zwar ein Becher. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Glas daheim, das ist 5 cm hoch, das hat einen Umfang von 2 cm oder 3 cm von mir aus, was war das? Gut, ich habe es beschrieben, ja, aber das ist Takif. Ich habe eine Art und Weise zugewiesen. Ist das klar? Jedes Beispiel geben ist implizit eine Art und Weise zuweisen. Ist das klar? Wenn ich sage, ich habe ein Glas daheim, das sieht aus wie dieser Becher. Dieser Becher hat doch einen Umfang oder nicht? Hat doch Höhe oder nicht? Das heißt, implizit habe ich eine Art und Weise zugeschrieben. Aber ich kann auch eine Art und Weise zuschreiben, ohne ein Beispiel zu erwähnen. Eben abstrakt, hoch, breit, tief und so weiter und so fort. Die Dichte, die Masse und was es ja noch alles so gibt. Ja? Und beides ist verboten. Sowohl, dass du sagst, Allah Azza wa Jal ist so wie der Mensch, oder dass du sagst, nein. Also ich sage nicht, dass er wie ein Mensch ist, aber es ist. Er ist so und so, und dann erwähnst du irgendwelche physikalischen Maße zum Beispiel. Ja, das beides ist Verbot. Denn beides bedarf was? Bedarf Belegen und Argumente, die authentisch sind. Und die hast du natürlich nicht. Also darfst du darüber nichts sagen. Ja? Und das ist eben der Takif. Das bedeutet, dass der Mensch in seinem Herzen glaubt und mit Worten behauptet, dass die Eigenschaften Allahs auf diese und jene Weise beschaffen seien. Die Sprache des Herzens aber ist die feste Überzeugung. Also wenn man das im Herzen verinnerlicht, dann ist es natürlich eine falsche Aqida, und wenn man es natürlich auch ausspricht. Der Beweis dafür, dass eben dies unzulässig ist, sind die Worte Allahs Azza wa Jal, die wir vorhin schon erwähnt haben. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist, und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht, ohne dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Sowohl beim Tamthil sage ich über Allah, was ich nicht weiß, auch beim Takif sage ich über Allah, was ich nicht weiß. Wer das wie irgendeiner der Eigenschaften Allahs beschreibt, der sagt über Allah etwas, worüber er kein Wissen besitzt. Denn Allah teilt uns seine Eigenschaften mit, aber nicht die Art und Weise. Wie freut sich Allah? Allahu a'lam. Wie ist Allah zornig? Wie ist das Gesicht Allahs? Diese Frage nach dem Wie ist eben Takif. Das ist nicht erlaubt. Und jeder, der Allah subhanahu wa ta'ala irgendeine Art und Weise zuschreibt, die nicht von Allah subhanahu wa ta'ala so erwähnt wird, hat eben über Allah ohne Wissen geredet. Na. Genau. Nein, du hast ja wieder ein Beispiel gegeben, die Geschöpfe hier. Ob du jetzt sagst, wie die Menschen oder wie die Geschöpfe,
dann war das beides ein Temthil. Aber wenn du sagst, wenn er sich freut, macht er dies und jenes. Zum Beispiel, erhaben ist er, subhanahu wa ta'ala, dass er sich irgendwie bewegen würde. Aber du hast jetzt kein Beispiel dafür benutzt. Du hast es einfach nur in einer Art und Weise beschrieben, ohne es einem schon vorhandenen Geschöpf zuzuschreiben, dann ist das kein Temthil, sondern nur ein Takif. Ja? Zum Beispiel, du würdest sagen, mit der folgenden Lautstärke zum Beispiel und gibst eine physikalische Maßeinheit dazu. Ja? Dann hast du ja nicht gesagt wie ein Mensch, du hast nicht gesagt wie ein Geschöpf. Hast du ihm aber eine Art und Weise zugeschrieben? Ja. Und das ist eben Takif. Ja. Also, denn Allah teilt uns seine Eigenschaften mit, aber nicht die Art und Weise ihrer Beschaffenheit. So berichtet er, dass er sich über den Thron erhebt, aber nicht, wie er dies tut. Ja? Und deswegen ist es auch nicht erlaubt, dass irgendjemand daherkommt und sagt, Allah Azza wa Jal ist so über dem Thron, wie ein König sich auf seinen Thron sitzt. Ma'ad Allah, das ist alles nicht erlaubt. Ja? Und das muss man auch verstehen, dass man sich hütet davor, Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas zuzuweisen, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht beschrieben hat. Er berichtet darüber, dass er herabkommt, aber nicht, wie er dies tut. So verhält es sich mit allen Eigenschaften Allahs. Der Beweis der Vernunft, dass eben dies so ist, die Beschaffenheit einer Sache kann nur auf dreierlei Weise erfasst werden. Wenn du über etwas reden möchtest, wie es denn zusammengesetzt ist oder wie die Art und Weise ist, dann entweder du schaust dir das an, ich möchte wissen, wie dieser Becher zusammengesetzt ist, wie er aussieht. Ich frage nach dem Wie. Dann gibt es die erste Möglichkeit, ich schaue mir diesen Becher an. Rund, weiß und so weiter und so fort. Ja? Die zweite Möglichkeit, dass ich mir eine Kopie dieser Sache betrachte, also einen anderen Becher, der so aussieht wie dieser hier. Ja, du sagst, oder ich sage, ich habe einen Becher daheim. Ja, kannst du mir mal sagen, wie der aussieht? Ja, der sieht so und so aus. Ja, ich habe dich nicht verstanden. Wie sieht denn der aus? Schau doch mal, guck mal. Siehst du den Becher hier? Ja, was mit dem? Genau so sieht er aus. Das heißt, ich schaue mir eine Kopie dieser Sache an. Damit erkenne ich die Eigenschaften des anderen Bechers. Oder drittens, durch den wahren Bericht darüber. Das heißt, stellen wir uns vor, hier gibt es gar keine Becher. Wie sieht dein Becher daheim aus? Ich sage dir, er sieht so und so aus, so hoch, so tief, so ein Umfang, so die und die Farbe. Und dieser, der dir das alles beschreibt, ist glaubwürdig, dann glaubst du ihm. Das sind die drei Möglichkeiten. Entweder du siehst das Ding selbst oder du siehst eine Kopie davon oder du hörst jemanden, der darüber redet. Gibt es eine vierte Möglichkeit? Gibt es nicht. Und bei den Eigenschaften Allahs, welche dieser vier Möglichkeiten können wir hier benutzen? Nur das dritte. Und zwar durch einen wahren Bericht darüber. Und wer berichtet über Allah? Entweder er selbst oder sein Gesandter. Das heißt, dass wir ihn selbst sehen, geht nicht. Dass es einen anderen gibt, der so ist wie Allah, gibt es nicht. Es gibt keinen anderen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala. Also bleibt nur noch die dritte Möglichkeit, und zwar, dass wir den Bericht eines Vertrauenswürdigen, das ist entweder Allah selbst subhanahu wa ta'ala im Koran oder sein Gesandter in der Sunna. Als Al-Imam Malik, rahimahullah, bezüglich der Worte Allahs ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa gefragt wurde, also der Erbarmer erhebte sich über den Thron, und zwar wurde er gefragt, wie er das denn tue. Also, da kam ein Mensch zu Imam Malik und hat gesagt, ja Imam, Allah sagt im Koran, Allah hat sich über den Thron erhoben. Wie erhob er sich über den Thron? Das heißt, dieser Fragende stellte eine konkrete Frage, wie erhob er sich über den Thron? Er hat nicht gesagt, was bedeutet diese Ayah, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wie. Dann hob er ihn, senkte dieser seinen Kopf,
bis seine Adern hervortraten, das heißt aus Wut. Al-Imam Malik wurde sauer. Dann hob er ihn wieder und sagte, dieses, also sich erheben, al-Istiwa, ist unbekannt im Sinne der Bedeutung. Das ist natürlich hier ein Fehler. Also, ich lese das jetzt mal. Dieses sich erheben ist unbekannt. Das ist nicht richtig. Das ist ein Druckfehler, oder? Habt ihr das auch so? Dieses sich erheben ist unbekannt im Sinne der Bedeutung. Das ist nicht richtig. Dieses sich erheben muss lauten, ist bekannt. Al-Istiwa'u ma'lum, sagt Al-Imam Malik. Al-Istiwa'u ma'lum. Bitte ändert das, barakallahu fikum. Im Sinne der Bedeutung, das heißt, es ist bekannt, wir wissen, dass die Bedeutung bekannt ist, denn das sagt Al-Imam Malik. Er sagte, Al-Istiwa'u ma'lum oder ma'qul. Ja? Oder ghayru majhul. Das heißt, also es ist bekannt oder es ist nicht unbekannt. Aber dass es nicht bekannt ist, das stimmt nicht. Also, dieses sich erheben ist bekannt. Das heißt, die Bedeutung in der arabischen Sprache ist bekannt. Ja? Istawa bedeutet im Arabischen sich erheben über etwas. Sich erheben. Die Araber benutzen Istawa nie für etwas ergreifen, also die Macht ergreifen, etwas erobern. Der Einzige, der das getan hat, war ein Christ, der ein Gedicht geschrieben hat, Christ oder Jude, da bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall von Ahlul Kitab, der dies in einem Gedicht beschrieben hat, wie ein Volk die Macht ergriff über ein anderes. Und er hat hier das Wort Istawa benutzt, in diesem Gedicht. Deswegen sagt Sheikhul Islam in einem anderen Gedicht, und zwar, wie kann man für die Aqida als Beleg nehmen und sagen, weil dieser Mensch hieß Al-Akhtal. وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ. Das heißt, wie kann man denn, wenn man etwas belegen will in der Aqida, dann daherkommen und sagen, der Beleg ist die Aussage von Al-Akhtal. Al-Akhtal war kein Muslim. War kein Muslim. Ich nehme doch meine Aqida nicht von Nicht-Muslim. Das weiß man noch, oder? Ich meine, kein christlicher Theologe lernt die christliche Theologie bei mir. Oder? Und so auch lerne ich die islamische Theologie nicht bei ihm. Ja? Das heißt, den Islam kann ich nur lernen bei einem Muslim natürlich. Und darauf muss ich natürlich achten. Ja, das heißt, vor diesem Akhtal hat keiner dieses Wort benutzt, Al-Istiwa, für Istawla im Sinne von Macht übergreifen. Und das ist natürlich eine falsche Bedeutung. Also die haben die Ausfahrt hier genommen, aber sind dann doch in den Graben gefallen. Denn Istawla bedeutet was? Macht ergreifen. Wenn ich mal den Macht, und dieser arme Becher heute, wenn ich die Macht ergreifen möchte über diesen Becher hier, was muss ich dann tun, wenn ich die Macht ergriffen habe? Das bedeutet, vorher gehörte es wem? Einem anderen. Wem gehörte der Thron, bevor Allah Azza wa Jal die Macht darüber ergriffen hat? Das heißt, man will alles versuchen. Hauptsache, ich bestätige die Eigenschaften Allahs nicht, aber da geht man wirklich also durch mehrere Wände hindurch. Und das ist diese Angelegenheit. Das heißt, Al-Istiwa in der arabischen Sprache ist bekannt als sich erheben über etwas. Es ist nie in der arabischen Sprache bekannt als Macht ergreifen über etwas. Also, dann sagt der Imam weiter, und das Wie ist uns nicht begreiflich. Wal-Kaifu majhul. Al-Kaifu majhul. Oder Ghayru ma'qul. Das heißt, das Wie ist nicht erfassbar. Du kannst nicht wissen, wie
Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist. Denn der Verstand erfasst das wie nicht. Der Glaube daran ist Pflicht. Das heißt, der Glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist, ist Pflicht. Und ich sehe nichts anderes, als dass du ein Neuerer bist, also jemand, der die Religion mit Sachen erneuert, die Allah azza wa jall und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erwähnt haben. Das heißt, die Frage nach dem Wie ist somit eine unzulässige Neuerung. Das ist jetzt die Aussage des Autors hier, hafizahullah. Diese Aussage von Imam Malik benutzen die anderen, die sagen, Allah wäre nicht über dem Thron. Allah wäre nicht über dem Himmel. Wir sagen, ja, guck mal. Und Imam Malik sagte, du darfst nicht danach fragen. Denn viele sagen, du darfst nicht sagen, wo ist Allah? Und das ist natürlich wirklich, das zeigt für jemanden, der einen Verstand besitzt, es reicht ja nicht nur, einen Verstand zu besitzen. Ja, den muss man schon benutzen auch. Ja. Das heißt, und der ihn benutzt, merkt, wie diese Menschen sich überhaupt nicht an die Sunna halten. Das heißt, wenn hier gesagt wird, die Hand Allahs bedeutet die Macht, und wir fragen, würdet ihr uns bitte mal sagen, wer das gesagt hat, haben sie keine Antwort. Und wenn wir sagen, die Frage, wo ist Allah, wie könnt ihr das sagen? Hallo, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat es doch gesagt. Und der Hadith ist in Sahih Muslim. Als diese Frau, die befreit werden sollte, weil sie eine Sklavin war, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht wurde und er sie gefragt hat, wo ist Allah, dann sagte sie, über dem Himmel. Fis sama, sagte sie. Und er sagte dann, wer bin ich? Dann sagte sie, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass sie frei, sie ist eine Gläubige. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, darf er einen Fehler sehen und es ignorieren? Naja, reden wir darüber übermorgen. Ist das erlaubt beim Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein, denn es gibt die islamische Regel, la yajuzu ta'khirul bayani anil haja. Das heißt, es ist nicht erlaubt zu erläutern und zu erklären nach der Zeit, in der es gemacht werden muss. Machen wir die Fragen nachher. Das heißt, Ar-Rasul alayhi salatu wasalam, ihm ist nicht erlaubt, dass er etwas Schlechtes sieht und sagt, nö, nö, reden wir mal nächste Woche darüber. Nein, sondern wenn er etwas Schlechtes sieht, wird er sofort sich einschalten und sagen, das darfst du nicht. Ja? Ganz im Gegenteil, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasalam war ja nicht still und ruhig, als er diese Antworten gehört hat, sondern nein, er hat sie auch noch bestätigt. Er hat gesagt, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Und diese Ort- und Zeitmenschen kommen jetzt und sagen, wenn du sagst, wo ist Allah, und wenn du sagst, er ist über dem Himmel, bist ein Ungläubiger. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, lass sie frei, sie ist was? Sie ist gläubig. Und diese Menschen sagen, wenn du sagst, wo ist Allah? Oder du sagst, Allah ist über dem Himmel, bist du ungläubig. Also mein Prophet heißt Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen nehme ich seine Ansicht und deswegen frage ich, wo ist Allah? Und deswegen sage ich, er ist über dem Himmel. Aber es kann ja sein, dass sie einen anderen Propheten haben. Dann ist es wieder was anderes. Aber es wäre sehr nett, wenn sie dann auch sagen, Jungs, wir haben einen anderen Propheten. Ja? Weil viele Menschen denken, und sie sagen, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Ja, aber anscheinend seid ihr nicht die Ahlus Sunnah von Sunnat al-Nabi, sallallahu alaihi wasallam, sondern die Sunnah von einem anderen. Ja? Auch nicht die Jama'ah des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sondern die Jama'ah eines anderen. Dann sollen die das auch sagen. Denn die Menschen wollen ja wissen, was hat der Prophet Muhammad ibn Abdullah al-Rasul, sallallahu alaihi wasallam, gesagt. Was hat er bestätigt? Und das hat er bestätigt. Und Al-Awza'i, rahimahullah, ein Imam, ein großer Imam, sagte, lasst es geschehen, wie es kommt, ohne wie. Das heißt, also, lest diese Sachen, diese Eigenschaften Allahs, ohne nach dem Wie zu fragen. Das heißt, wenn wir diese Ayat lesen, ob es nun erwähnt wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala
Hände hat oder dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist oder dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Antlitz, ein Angesicht hat oder andere Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Al-Awza'i rahimahullah ta'ala sagt, lest es, ohne nach dem Wie zu fragen. Das heißt, bestätigt die Bedeutung natürlich, aber es ist euch nicht erlaubt, zu hinterfragen, wie sieht das Gesicht Allahs aus? Wie sehen die Hände Allahs aus? Wie sehen die Finger Allahs aus? Aber wenn ich ein Hadith höre des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Herzen der Menschen sind zwischen zwei Fingern Allahs, er dreht und wendet sie, wie er möchte, kann ich dann daherkommen und sagen, aber Allah hat keine Finger? Was ist das für eine Anmaßung, dass ich hier sage, nee, ja, Rasulullah, da hast du aber Falsches gesagt, das stimmt nicht, Allah azzawajal hat keine Finger. So gravierend sprechen sie es nicht aus, aber es ist implizit die Bedeutung. Ja? Und das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Dann kommen wir zum nächsten Fehler, und zwar Ta'til. Ta'til hatten wir schon erwähnt, heißt, dass wir es ablehnen. Yu'attilu bedeutet, er stellt Hindernisse auf. Ja, das heißt, er nimmt es nicht an. Und das bedeutet, wie die Mu'tazila und die Asha'ira und die ihnen folgen, ob das nun die Jahmiyyah sind oder andere, die eben die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal ablehnen. Yu'attiluna. Warum haben sie das getan? Der Ursprung dieses Problems ist die Argumentationsweise über die Existenz Allahs. Ja? Die Mu'tazila und die ihnen folgen, wie gesagt von den Asha'ira und anderen, haben eine bestimmte Art und Weise, die Existenz Allahs zu belegen. Da haben sie erstmal Einführungen, und da sagen sie, dass alles, was eine Eigenschaft besitzt, erschaffen wurde. Denn wenn es eine Eigenschaft besitzt, heißt es hat einen Anfang. Und wenn es einen Anfang hat, bedeutet es wurde erschaffen. Denn es gab einen Zeitpunkt, an dem diese Eigenschaft nicht vorhanden war. Also ist dieses dann, dass eine Eigenschaft besitzt, nicht ohne Anfang. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist ohne Anfang. Und deswegen dürfen wir die Eigenschaften Allahs nicht belegen. Warum sagen diese Leute, wenn du die Eigenschaften Allahs belegst, bist du Kafir und so? Weil in ihrer Folgerung, in ihrer unlogischen Folgerung, sagst du, dass Allah erschaffen wurde. Also die Bestätigung der Eigenschaften Allahs führt nach ihrer Philosophie dazu, dass Allah erschaffen wurde. Und deswegen waren die Mu'tazila knallhart und haben gesagt, wir bestätigen keine einzige Eigenschaft, außer dass er existiert. Gut, aber ich existiere auch. Und die Engel existieren auch. Und die Dschinn existieren auch. Und die Berge existieren auch. Und die Bäume existieren auch. Da sagen sie, ja, aber Allah existiert auf einer ganz anderen Art und Weise. Ah, guck mal da. Genau das ist der Satz, den wir haben wollen. Allah existiert auf einer ganz anderen Art und Weise. Seine Existenz ähnelt nicht der Existenz der Geschöpfe. Siehst du, den Satz, den darfst du jetzt benutzen für alle anderen Namen und Eigenschaften Allahs. Die Asha'ira kamen und sagen, na gut, wir sagen, Allah existiert und Allah ist allwissend und Allah ist allsehend und Allah ist allhörend und Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Natürlich sagen sie nicht, er spricht, so wie Ahlus Sunna es sagen, sondern sie sagen, einige davon, Allah azza wa jalla hat einen Ton erschaffen und dieses Erschaffen des Tones nennen diese dann Sprechen. Das ist was anderes und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist fähig, ja, ein paar Eigenschaften. So, was mit dem Rest? Nee, den Rest können wir nicht belegen, nicht, dass wir nicht belegen können, sondern dürfen wir nicht bestätigen. Ja, warum denn? Ja, weil wenn wir jetzt bestätigen, er hat eine Hand oder zwei Hände oder irgendetwas anderes, das heißt ja, wir haben ihn verglichen mit der Schöpfung. Da sagt, wie Ibn Abi al-Izz al-Hanafi in der Erläuterung von Aqidah al-Tahawiyyah, dann sagt er,
dann fragen wir diese, genauso wie vorhin, wie wir die Mu'tazila gefragt haben, ja, existiert ihr denn nicht? Und sie dann gesagt haben, ja gut, Allahs Existenz ist nicht so wie die Existenz des Menschen. Dann fragen wir nun die Asha'ira und sagen ihnen, ja, Sekunde mal, hörst du nicht? Siehst du nicht? Hast du kein Wissen? Ja, da sagen die Asha'ira, ja, aber das Wissen Allahs ist nicht so wie das Wissen des Menschen. Ah, genau, so ist es. Und das Hören Allahs ist nicht so wie das Hören des Menschen. Und das Sehen Allahs ist nicht so wie das Sehen des Menschen. Super, mach's doch mal weiter. Und die Hand Allahs ist nicht so wie die Hand des Menschen. Und die Finger Allahs sind nicht so wie die Finger des Menschen. Und das Gesicht Allahs ist nicht so wie das Gesicht des Menschen. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Mu'tazila waren sehr, sehr strikt und die Jahmiyya, dass sie alle Eigenschaften Allahs geleugnet haben. Die Namen können sie nicht leugnen, sie stehen ja im Koran. Aber was sagen sie? Er ist der Allhörende, ohne dass er hört. Er ist der Allsehende, ohne dass er sieht. Und so weiter und so fort. Sami'un bila sam'a, basirun bila basar und so weiter. Und die Asha'ira waren nicht so strikt und haben einige, wenige Eigenschaften Allahs Azza wa Jal bestätigt. Aber Ahlus Sunnah und Jama'ah, und das ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an erster Stelle, und das sind die Gefährten, radiyallahu anhu, und die ihnen folgen, diese bestätigen alle Eigenschaften Allahs. Das heißt, At-Ta'til bedeutet, nicht zu bestätigen. Du siehst eine Eigenschaft, sagst, nein, Allah hat diese nicht. Und das ist natürlich auch eine Rede über Allah ohne Wissen. Und der vierte Fehler, die Entstellung, Tahrif. Entstellung bedeutet, eine Veränderung vorzunehmen. Diese kann den Wortlaut betreffen oder die inhaltliche Bedeutung. Eine Veränderung des Wortlautes ist es, wenn jemand ohne Kenntnis sagt, Alhamda lillahi rabbil alamin. Anstatt was? Alhamdu natürlich. Das ist ein Tahrif. Er hat hier dieses Du geändert zu Da. Das ist natürlich verboten. Wenn jemand das macht im Gebet absichtlich, ist sein Gebet ungültig. Wenn er es vergessen hat oder noch nicht gut lesen kann, das ist wieder was anderes. Aber wenn er es mit Absicht macht, das ist eine Sünde, ist verboten. Das aber, was sehr viele Menschen passiert, ist die inhaltliche Veränderung. Was bedeutet das? Das heißt, er lässt den Wortlaut Hand, Yadun, Yadun. Er sagt nicht Yadin und nicht Yadan oder irgendetwas anderes. Aber er sagt, Hand bedeutet was? Bedeutet Macht. Woher habt ihr das, dass Hand Macht bedeutet? Ja, das sagen die Araber so. Das ist ja sehr schön, dass die Araber das so sagen. Aber woher habt ihr das, dass Allah Azza wa Jalla eben mit Hand die Macht wollte? Hat das der Prophet so gesagt? Alayhi salatu salam. Nein, hat er nicht. Haben das die Gefährten gesagt? Nein, hat er nicht. Hat das Abu Hanifa so gesagt? Nein, hat er nicht. Hat es Imam Malik so gesagt? Nein, hat er nicht. Ja, woher habt ihr dann das? Und dann kommen sie dann mit den Büchern vom Verlag sowieso, auf Seite sowieso und der Gelehrte sowieso. Hallo, ich will den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten radiallahu anhum. Aber viele Unwissende unter uns denken, ja, guck mal, der hat ja die Bücher und irgendeiner, der im 7. Jahrhundert gestorben oder geboren ist, hat irgendetwas gesagt. Das ist ja schön, dass er da gelebt hat. Aber ausschlaggebend für meine Aqida ist wer? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam und die Gefährten. Und die haben die Namen Allahs und die Eigenschaften Allahs nicht geändert. Jetzt gibt es einige, die sagen, warum philosophiert ihr überhaupt über dieses Thema? Warum redet ihr überhaupt über dieses Thema? Ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala oder Rasul alayhi salatu wassalam sagt, wenn der Mensch anfängt zu beten, stellt Allah azza wa jal sein Angesicht vor dem Betenden. Bis er sich abwendet, also der Betende wegguckt. Ja. Es gibt ja Leute, die müssen erstmal alles kennen im Gebet. Ja. Und dann geht es weiter. Ja. Solange der Betende in Demut steht, sein Haupt senkt und Allah Azza wa Jal anbetet, stellt Allah Azza wa Jal sein Angesicht gegenüber diesen Betenden. Kannst du das Gebet genießen, wenn du nicht an das Angesicht Allahs glaubst? Kannst du das? Dass du sagst, Allah, nee, stimmt sowieso nicht. Weil die Eigenschaften dürfen wir gar nicht. Kufr, a'udhu billah. Ich kann nur nicht sagen, dass angesichts Allah. Kannst du damit dein Gebet genießen? Kannst du nicht.
Das heißt, wir lernen hier diese Aqida nicht, um zu philosophieren, sondern damit wir unser Gebet genießen. Damit wir Sehnsucht haben. Billahi alaik. Also, wenn du in einem, stell dir vor, zum Beispiel, du hast deine Mutter sehr, sehr lange nicht gesehen. 30, 40 Jahre nicht gesehen. Und dann wird dir gesagt, hör mal zu, nächste Woche kommt deine Mutter. Freust du dich, weil du weißt, wer deine Mutter ist und wie sie aussieht? Also wenn du nicht wüsstest, wie deine Mutter sie aussieht. Man sagt, geh an den Paradeplatz, nach 2 Wochen wirst du deine Mutter sehen. Und du weißt nicht, wie deine Mutter aussieht. Wirst du dich dann freuen? Weiß nicht, wer von diesen 1000 Frauen ist es. Ja? Aber wenn du bestätigst, dass das Angesicht Allahs Azza wa Jal tatsächlich gesehen wird, dann wirst du natürlich viel mehr Sehnsucht haben nach Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist es. Es geht, diese Aqide lernen wir, damit unsere Herzen gefüllt werden mit der Liebe und der Sehnsucht nach Allah und mit der Geborgenheit. Wer diese Aqide nicht hat, wer nicht daran glaubt, dass Allah Azza wa Jal ein Angesicht besitzt und wer nicht daran glaubt, dass die Gläubigen das Angesicht Allahs sehen, der wird das Leben auch nicht genießen. Ja. Der erwartet ja nicht, er wartet auf nichts. Ja. Deswegen der größte Na'im, also die größte Huld, die größte Gabe im Paradies, sind nicht die Flüsse und die Bäche und so weiter und so fort, die es dort gibt, sondern die allergrößte Gabe ist was? Der Blick zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die armen anderen, die nicht an Allahs Gesicht glauben, was ist dann für die größte Gabe? Kannst du das mir erklären? Deswegen, barakallahu fikum, sind das 4 Fehler, vor denen wir uns hüten müssen und die wir nicht begehen dürfen. So. Inshallah machen wir an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.